So, Freunde. Eieiei, geht ja schon mal gut los hier. Ich habe einfach mal geladen. Wie mache ich nochmal Licht aus, ey? Ah, fuck. So, volle Konzentration, ne? Ich als Ego-Shooter voll Noob. Ich guck mal eben, wie ich die Taschenlampe ausmache. Eieiei. Habe ich wohl vergessen. Nachtsicht, eng. Nee. Uah, ätzend. Licht, F. Flashlight, ja, warum komme ich nicht drauf? Weil ich hab... Ich hab Panik, dass sie mich sonst... Ich spare mir den Raum noch. Ich will mich hier einmal kurz umgucken, wenn er mich lässt. Genau, Muni. Achso, ich kann Waffen umtauschen. Hm. Die behalten wir erstmal. Ist alles noch ein bisschen neu für mich, also nicht wundern, wenn ich mich hier so ein bisschen doof anstelle. Ich stelle mich ja oft schon doof an, aber jetzt gerade ist es eher so ein. Habe ich jetzt echt zwei. Habe ich die? Jetzt habe ich die zweimal? Nee, doch. So. Jetzt habe ich die, die und die. Jetzt ist es auch wieder richtig. Gut. Dann kann es ja weitergehen. Boah, war ein Headshot, Leute? Wie viel Patronen der mal wegschmeißt? Ach, hier kann ich auch mit dem Messer angehen. Patronos. Hier habe ich sogar zwei geschossen. Ne? Ich wollte schon sagen. Ich wollte schon siegen. Ich wollte schon siegen, Freunde. Die Brücke ist ein übler Ort. Jeder Plan. Du
passt auf mich auf und ich auf dich. Wenn wir zusammenarbeiten, schaffen wir es. Ich muss mal eben lesen. Bourbon ist definitiv nicht so einfach, wie er zu wirken versucht. Ja, er ist grob und sein Sinn für Humor ist ziemlich derbe, aber die Dinge, die er von seinen Taten erzählt, und vor allem jene Dinge, die er lieber nicht erzählt, zeigen, dass er viel zu schlau für einen normalen Schmuggler ist. Und seine Kenntnis der Situation nicht nur in den umliegenden Situationen, sondern im gesamten Ring ist erschreckend. All diese Gänge und Tunnels, selbst die längst verlassenen, sind ihm genauestens bekannt. Das Kämpfen liegt im Blut. Was bedeutet, dass er schon einige gefährliche Begegnungen hatte? Er ist definitiv viel mehr als ein normaler Schmuggler, da bin ich mir sicher. Ja, du bist nicht in der Stimmung, getötet werden zu werden. Und ich bin nicht in der Stimmung mit einer Laberei. Oha, was ist das denn? Sag mal hier. Licht ausgemacht. Ich glaube, ist ganz gut, wenn ich hier mal das Licht ausmache, oder? Oha. Oha. Hammermäßig. Komm schon, ich bin hier! Oh, ich bin voll die Paranoia hier. Alter, mega Paranoia. Alter, ey, das ist kein Game für mich. Ich muss, glaube ich, aufhören damit. Aber mit der Schrot bin ich hier schon mal besser unterwegs. Alter, what the fuck? Leck mir den Sack, ey. Boah. Alter. Wo rennst du? Oh, Taschenlampe, Licht aus, was? Ja, da kam ich her. Puh. Leck! Psst, das ist der Militärwagen der Hanse. Die suchen nach den Band. Sie sind jetzt weg. Wir können gehen. Wo bist du denn hin, Alter? Wo bist du hin? Leco mio, ey. Boah. Leco mio, ey. Kann ich
Kann ich halt ernst sein, der Leute hier? Also hier dieses. Boah. Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Boah. Ein Einsturz, Mist. Und eine Treppe, wie praktisch. Sieht mir nach einer Falle aus. Scheiß drauf, gehen wir. Lecco mio, ey. Da wie jetzt? Ach ja. Der ist schnell, der Typ. Manchmal sieht man ihn gar nicht. Bin ich angeschlagen oder warum rennt er so langsam rum? Bist du hier irgendwo, mein Freund? Hallo? Hallo. Ach, da ist er. Na, verdammt. Als wenn Norsalis hinter uns nicht genug wären, stecken wir auf einem beschissenen Friedhof fest. Artyom, durchsuche die Leichen und versuche uns hier rauszubringen. Boah! What the fuck? Rostige Stück Scheiße! Alter! Komm schon, öffne dich! Ich habe das Gefühl, dass hier irgendwas nicht stimmt. Denk an unsere Abmachung. Ich zähle auf dich, Junge. Komm schon. Braves Gitter. Ich verspreche dir, mein Liebes, ich komme wieder und schmiere dich. Du bekommst auch neue Farbe. Oh, große Tür. Ich höre, du rufst mich. Alter. Komm, geh durch. Oh ja, jetzt bin ich glücklich. Deine Lieder sind herrlich. Sing weiter, sing nur für mich. Krass. Alter. Was zum Teufel ist mit mir geschehen? Artyom, hast du diese Lieder gehört? Ja. Oh, das wünsche ich keinem Feind. Boah.
Mundschlüssel. Alter, wart. Der Atem gefrieren hier, du. Und da wäre ich jetzt fast reingefallen. Man muss hier echt. Man muss echt aufpassen. Macht. Bleibe ruhig. Onkel Bourbon bringt uns. Onkel Bourbon. Eigentlich trinke ich ja gerne Bourbon. Da oben, cooler Name. Bourbon. Hey, Leute! Aufmachen! Lasst eure zweibeinigen Brüder keinen unnötigen Tod sterben! Macht offen, Freunde, mein Gott. Seid ihr taub da drin? Wir werden gefressen. Mist, Kerle. Wen habt ihr da mit euch geschleift? Verdammt, ein aus alles. Semyon, starte den Wagen. Wir bergen diese toten Männer. Artyom, halt durch. Das Schicksal ist auf unserer Seite. Alter, lecko, lecko. Wie nehme ich ein Medipack? Boah. Nachladen, Gepäck. Cool. Hey, ihr! Fahrt uns! Tu, was er sagt. Diese Typen verstehen keinen Spaß. Trüben mich meine Augen? Mörben, Alter! Boah, mach offen, Alter. Bla 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 bla. Gott verdammt, jetzt sind wir in die Scheiße getreten. Hey, Michalic, was für ein Zufall. Ich wollte dich besuchen kommen. Habt ihr das gehört, Jungs? Holt die guten Teller raus. Bourbon kommt zu Besuch. Und jetzt lauf nicht weg, Bourbon. Wir haben eine kleine Aufgabe zu erledigen. Dann sind wir wieder da. Du erinnerst dich, wo du auf mich warten solltest? Ja, tue ich. Sicher? Ich kann dir helfen, dich zu erinnern. Du hast mich verstanden, oder? Absolut. Nein, ich... Schau mich hier nochmal um.
schön, hat sich bis jetzt hier gelohnt, mal reinzuschauen. Hier ist zu. Diese Tunnels sind ganz sicher verflucht. Irgendwas passiert dort. Diese Stimmen, vielleicht sind es nur Illusionen, aber ich bin mir sicher, dass wir dort für alle Ewigkeit geblieben wären, wenn wir nicht herausgezerrt worden wären. So geschah es also, dass ich Bourbon rettete. Für mich ein Fremder, während jemand anderes mich rettete. Obwohl ich ein Fremder für ihn war, wir sind daran gewöhnt, anderen nicht zu trauen. Aber wenn wir jeder alleine kämpfen, dann werden wir bald nichts anderes mehr sein als eine Gratismahlzeit für die Mutanten. Und trotzdem bin ich mir nicht sicher, vor wem ich mehr Angst haben sollte. Tja, das ist ein Zwiespalt, in dem man sich da. Das können wir hier auch langsam wieder abbauen. Jetzt haben wir das, was wir erreicht haben, erreicht. Schnell weg, Ora. Dieses Gemauschel. So einen Markt hatte ich noch nie gesehen. Man konnte fast alles kaufen. Aber Bourbon schuldete den Wachen der Hanse Geld und wollte schnell weg. Ja, Freunde, und bevor wir uns dann diesen Markt ansehen, danke, dass ihr mit mir durchgehalten habt. Ich bin ziemlich geschockt, kann man sagen. Es war gerade harter Tobak. Ich denke mal, ihr habt es gehört. Also Freunde, in diesem Sinne, habt einen schönen Abend.